Hallo und herzlich willkommen zurück bei Argus Urban Legend. Ja, wir waren hier gerade auf den Spuren von Franzi und Selina und was mir gerade nebenbei noch einfällt, verdammte Axt. Jetzt brauche ich gleich, glaube ich, ein gutes Gedächtnis, denn ich habe hier gerade spontan nichts zu schreiben, so wie das aussieht. Denn das könnten wir eigentlich gleich gut gebrauchen. Verdammt! Ja, und zwar, vielleicht kriegen wir es auch so hin, und zwar, wir haben ja das Bild hier gesehen, ne? Und uns ist durchaus aufgefallen, dass man hier so eine Spur sieht, ne, auf dem Handy, so eine Linie. Ja, und ich dachte mir natürlich, man muss so ein Muster zeichnen und das ist halt diese Spur. Aber vielleicht ist das halt auch genau der Code. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht kann man das quasi auch als Zahlencode eingeben. Ne? Und zwar, jetzt muss ich überlegen. Genau, wenn man so einen PIN eingibt, dann hat man ja von oben, ne, 1, 2, 3, dann in der Mitte 4, 5, 6 und dann 7, 8, 9. So, dementsprechend, man fragt sich natürlich, okay, wo beginnt man denn jetzt? Weil man kann ja entweder oben rechts oder unten rechts beginnen. Es lässt vermuten, dass man oben rechts beginnen soll. Denn da könnte man meinen, dass da ein Daumenabdruck zu sehen ist. Weil da die Spur quasi am dicksten ist, am deutlichsten, wo man dann einen Daumen aufsetzt sozusagen. Dementsprechend würde man bei der 3 beginnen, dann zu 2, dann zu 1, dann zu 4. Dann geht's runter zur 7, dann geht's hoch zu 5, dann zu 8. Dann zu 6 und dann zu 9. Ist das, ne? Wir haben hier 9 Zahlen. 1, also, ne, von oben links 1, 2, 3, dann 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wir beginnen bei der 3, 2, 1. Dann geht's runter zu 4, dann zur 7, zu 5, zu 8, zur 6 und zu 9. Ob ich mir das jetzt merken kann, ist die andere Frage. Deswegen das mit dem Stift und so. Wir werden es jetzt einfach probieren und wenn nicht, dann werden sie halt alle sterben. Ich versuche es mir gerade nochmal einzuprägen. Okay. Also. Es geht um rechts los, ne? 3, 2, 1. Dann geht es einen runter zu 4. Können wir das zwischendurch? Ah, guckt mal. Das ist gut. Also 3, 2, 1, dann geht's runter zu 4. Dann geht's runter zu 7. Machen wir es doch so. Ne? 3, 2, 1, 4. Dann geht's runter zu 7. Dann haben wir 5 und 8. Und dann haben wir 6 und 9. So müsste es passen. Also wir haben 3, 2, 1. Ne? 3, 2, 1, genau. Dann haben wir 7, 5, 8, 6, 9. 3, 2, 1. Ne, das ist falsch. Seht ihr? Gut, dass ich nochmal gucke. Nochmal. 3, 2, 1, 4, 5. Guck mal, wie man sich vertun kann. Es geht nämlich sehr schnell. Entschuldigung, wartet mal, wir gucken nochmal. Also es geht auf jeden Fall mit 3, 2, 1 los. 3, 2, 1, das ist richtig. So, dann geht es runter zu 4. Das müsste auch passen. So,
Dann geht es nochmal runter, nicht zur 5, sondern das sind dann 4, 5, 6. Dann geht es runter zu 7. So. Von der 7 geht es dann hoch, 4, 5, zur 5. So. Von der 5 geht es dann nochmal runter, das ist dann die 8. Von der 8 geht es hoch zur 6 und dann zur 9. Wir gucken trotzdem nochmal. 3, 2, 1 müsste klar sein. Dann haben wir 4, 7. Dann geht es da runter, 4, genau. Dann geht es da ganz unten links. 7, 8, 9, 7, genau. Ach, wir können da so auch gucken, ich Trottel. Ich bin ein Trottel manchmal, ne? 3, 2, 1, ja, runter, 4, runter. Genau, 4, 5, 6 kommt dann, ne? 4 ist richtig, dann geht's runter, dann kommt 7, 8, 9, dann müsste da unten die 7 sein, hinter der 4, genau, 7. Dann geht's hoch, 4, 5, die 5. Dann geht's wieder runter, dann müsste die 8 sein. Dann geht's hoch, 6 und zu 9. So müsste es eigentlich passen. Und ich, Idiot, gucke und überlege, ob bei irgendwelchen Bildern oder Videos vielleicht irgendein Code versteckt sein kann, ne? Ich überlege die ganze Zeit. Und ich gucke durch die Galerien. Ich bin sogar aufs Insta-Profil der Darstellerin gegangen, in der Hoffnung, dass da vielleicht versteckt irgendwo ein Code ist. Das wäre natürlich auch irgendwie cool gewesen. Ja, dabei haben wir, ich weiß, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich aufgeregt haben, Mensch, Google, du hast das doch schon längst erkannt, so, ne, dass da die Linie zu sehen ist. Ja, aber für mich war das halt eine Linie, die nachgezeichnet werden muss. Und mein Hirn hat das nicht geschaltet. Ich dachte, man muss denen jetzt sagen, okay, man muss diese Linie da, ne? Oder die Linie selbst nachzeichnen oder so. Aber das ist doch nicht, dass man Zahlen eingeben muss. Das war mir, ne? Vielleicht ist es auch falsch. Aber das wäre die einzige Lösung, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Ja, und ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Ich gucke noch ein letztes Mal zur Vorsicht und sage dabei nichts. Ja, also nicht wirklich. Müsste aber passen. Okay. Wir probieren's. Ich gucke nebenbei, ob das Sound an ist. Also ganz oben ist. Ja. Jason. Krass, ey, du hast recht. Ich konnte das Handy entsperren. Yes. Yes. Woher kanntest du den Code? Amy? Ach, jetzt seh ich's auch. Sebastian, du bist ein Genie. Man erkennt Franzis Fingerabdrücke bzw. das Entsperrsymbol am Display. Von oben rechts angefangen. Jason? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Naja, wir sind ganz am Anfang schon fast drauf gekommen. Aber unser Hirn hat einfach eins und eins nicht zusammenzählen wollen, dass man dafür auch Zahlen nehmen kann. Ich gucke mir mal die letzten Nachrichten und Medien auf dem Handy an. Oh mein Gott, kommt jetzt. Ach du Scheiße, naja, ist ja fast das gleiche, Amy. Oh Gott, nein, sie haben es wirklich getan. Ach, beschworen. Ich muss dazu auch noch sagen, ich war ja gerade kurz AFK, ne? Kurz abwesend, weil ich ein bisschen Handy laden musste, ein bisschen gegrübelt habe. Ich habe nicht alleine gegrübelt. Und zwar habe ich mir ein wenig Unterstützung geholt von der lieben Motoko alias Clara aus unserer WhatsApp-Gruppe, Fangruppe. Ja, die hat mich auf dieses Pin, auf dieses Pin-Ziffernfeld gebracht. Ich habe auch schon irgendwie an Zahlen oder so gedacht, dachte mir so, hä, nee, das muss doch ein Muster sein und irgendwo muss doch ein Code stehen und so. Und ja, und dann haben wir uns halt dieses Feld nochmal angeguckt und dann gedacht, okay, halt, warte mal, aber da, und dann meinte ich halt, ne, wo fängt man denn aber an? So, ja, aber da ist doch der Abdruck am, ne, da ist der Abdruck ja irgendwie am dicksten, von daher, cooles Rätsel, also, ne, echt gutes Rätsel, ist jetzt auch nicht so schwierig gewesen, also, eigentlich nicht. Mein Hirn wollte um diese Uhrzeit einfach nicht richtig schalten, tatsächlich. Also hatte nicht so richtig Bock. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Das Let's Play muss ja auch irgendwo
ein bisschen wenigstens Unterhaltungsfaktor haben. Denn hier alles durchkloppen und alles schon kennen, wäre ja auch doof, ne? Okay, dann schauen wir uns mal das Video an, wie sie Argus beschwören. Was getan? Klärt mich mal bitte auf. Verdammt, ich ahne Schlimmes. Ja. Ich ahne Schlimmes, nämlich eine Beschwörung. Und der Akku macht bald schlapp. Scheiße, ich habe nicht so viel Prozent. Ich leite es direkt mit Franzis Handy weiter. Franzi. Amy schreibt direkt was. Wir drücken einmal drauf. Okay, Leute. Ich tanze jetzt wirklich. Wir werden jetzt Argus darauf beschwören. Und das natürlich nur für unsere Follower. Ja. Ich habe den Messenger jetzt heruntergeladen. Ich tippe jetzt die Beschwörungsformel herein. Mein Augenlicht, den mal sehen dann. Mein Augenlicht, den mal sehen dann. Mein Augenlicht, den mal sehen dann. Oh Gott, was war das? Ach du Scheiße. Komm, schnell. Ja, also ich glaube, die Beschwörung war erfolgreich, würde ich mal so behaupten, ne? Amy, Argus hat die beiden geschnappt. Wie konnten sie nur so leichtsinnig sein? Was ist da am Ende geschehen? Dann ist das alles wirklich wahr. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt ein zweites Mal, dass sowas passiert, ne? Ein zweites Mal wurde er beschworen. Die können uns doch nicht alle verarschen. Danu und die können doch nicht unter einer Decke stecken, oder? Können sie doch, aber... Jason, irgendwas hat sie nach der Beschwörung gejagt. Wir kommen also zu spät. Nein, noch können wir sie finden. Amy. Jason, ich hab's dir gerade schon persönlich gesagt. Vielleicht konnten Selina und Franzi rechtzeitig fliehen und haben sich hier in der Nähe versteckt. So oder so können sie nicht weit gekommen sein. Wir müssen sie finden. Amy ist nun offline. Jason ist nun offline. Tim, ich habe was gefunden. War gar nicht so einfach, aber im Darknet bin ich schließlich fündig geworden. Der Typ sitzt immer noch im Knast. Krass, okay. Wurde verurteilt und hat seitdem das Gefängnis nicht mehr verlassen. Also ist es unmöglich, dass er die aktuellen Morde begangen hat. Dann ist die Spur auch ins Leere gelaufen. Vielleicht lässt er jemanden für sich morden und jetzt? Komm, wir fragen einfach und jetzt. Wir holen uns mal den Tipp von Tim. Ich habe noch etwas im Darknet gefunden. Hör es dir mal an. Okay? Hört mir zu. Eine unheilige Präsenz hat den Code dieser App verflucht. Die Stimmen haben es mir mitgeteilt. Bitte was? Erinnert mich an einen irren... Er erinnert mich an einen irren Puppenfreak. Ist aber eine andere Geschichte. Viel interessanter ist die Aussage über den Code der App. Geil, ja, ein Puppenfreak. J.K. Knight, sage ich dazu nur, The Healing. Ich höre nochmal rein, ne? Hört mir zu. Eine unheilige Präsenz hat den Code dieser App verflucht. Was, irgendein Code hat die App verflucht? Glaubst du, dass er echt verflucht ist? Ein verfluchter Code könnte das ganze Unheil erklären. Natürlich, ne? Das ist doch selbst auf jeden Fall. Es gibt keine Flüche. Glaubst du, dass er echt verflucht ist? Komm, wir fragen ihn mal. Also, es wird ja immer verrückter hier. Aber cool. Ganz ehrlich, nein. Das eröffnet dann die Fragen. Was steckt tatsächlich hinter diesem Fluch? Und was für Stimmen hört er?
Und die Antworten auf diese Fragen habe ich vielleicht hier direkt vor mir. Ich habe weitere Dateien gefunden. Nur sind diese gesperrt. Das übernehmen wir doch gerne. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich eine gewisse Historie mit Psychopathen hatte. Dabei habe ich aber auch viele tolle Menschen getroffen. Oh, ich ahne was und einige durchaus fähige Hacker. Ach nein, Hacker, du verarschst mich doch. Wie praktisch. Ja, das ist praktisch. Definitiv. Schau dir das mal an. Nein. Nein. Ich drück mal Play. Hi Tim, hier ist Shadow. Ich weiß, dass Sie uns bedeckt halten, deswegen Stimmverzerrer. Trotzdem wollte ich dir ein Add-on schicken, dass du auch ein altes Tool von mir spielen kannst. Damit solltest du alles sehen können. Halt die Ohren steif. Na, wie cool ist das denn bitte? Shadow! Hallo! Hallo! Shadow ist auch bekannt aus The Healing. Bevor du es sagst, ich weiß, der Stimmverzerrer ist furchtbar. Ja, ich verstehe halt auch echt nicht alles. Sie hat gesagt, dass sie mir ein Add-on für ein altes Tool von ihr schickt. Oh, wie cool. Damit sollte man dann vieles hacken können. Ach, so ist das also. Sie war schon immer sehr vorsichtig. Und ihre Vorsicht hat mir sogar das Leben gerettet. Ich drifte schon wieder ab, sorry. Moment, ich schicke dir einen Link zu Shadows Tool. Jo. Die App Repair Tool ist bereits auf ihrem Gerät installiert. Hier steht, dass ich die App bereits installiert habe. Ich dachte, das ist wirklich ein Fehler gerade. Echt? Praktisch. Dann schicke ich dir nur das Add-on. Okay. Yeah. Ist installiert. Und jetzt noch die Dateien. Mehrere? Nee, es ist eine ZIP-Datei, wo mehrere Dateien drin sind, ne? Klar. Shadow hat früher immer das Hacken einer anderen wichtigen Person überlassen. Echt? Wen denn? Du erinnerst mich sehr an diese Person. Ich bin diese Person. Sag mir Bescheid, ob alles klappt. Du schaffst das. Alles Klärchen, Bärchen. Das machen wir doch ganz easy peasy. In einem Rutsch. Und zwar so. Oh. Wir müssen hier oben nochmal raufklicken dann. Ach so, das sieht jetzt... Ach, wir können ihm das jetzt schicken, ne? Hier. Eine MP3. Ach was, die ist aber lang. Okay, die klicken wir mal direkt an, ne? Fortsetzung der Befragung des Tatverdächtigen Michael Barthes. Anwesend sind weiterhin Kriminalhauptkommissar Helmut Strasser, der Tatverdächtige Michael Barthes und zu Ausbildungszwecken Kriminalbeamtin Viktoria Stern. Sie bestreiten also weiterhin die Morde in Verbindung mit der Dating-Plattform LoveRadar begangen zu haben. Fuck ja, verdammt. Wie oft denn noch? Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Ich war es nicht. Mit diesen? Also gab es andere? Es sind diese verdammten Stimmen. Sie sagen mir, wen ich auswählen soll. Wen Sie auswählen sollen? Das bedeutet, dass Sie schon Opfer ausgewählt haben? In dem Ice Open Messenger nehme ich an. Ice Open? Ja, genau so hieß das Teil. Dort tat ich einfach alles,
was die Stimmen mir befohlen haben. Ich konnte nicht anders. So, fürs Protokoll. Diese Stimmen befahlen Ihnen also, 9 Menschen umzubringen? Ich tue verdammt nochmal, was mir befohlen wird. Was soll ich denn tun? Das sind die Stimmen Gottes. Wer bin ich denn? Wer bin ich denn, mich gegen seinen Willen zu stellen? Hörst du das, Victoria? Gott hat es ihm befohlen. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. Danach machen wir weiter. Uhrzeit 9.37 Uhr. Verhör wird unterbrochen und in 10 Minuten fortgeführt. Boah, ich glaube, das war die längste Memo, die wir bisher hatten, oder? Okay, Gott hat ihm, also er hat irgendwelche Stimmen bekommen im Kopf gehabt, die. Und ihm wurde dann gesagt, wen er dann töten soll oder aussuchen soll oder so. Alles klar. Ja. Hat geklappt. Das haben wir gehört. Der Strasser ist wieder da auch, ne? Und die Victoria. Ich wusste, dass du das schaffen wirst. Ich höre mal. Sekunde. Naja, oder fast 2 Minuten eigentlich, ne? Die Info ändert alles. Naja, es gibt dieses komische Eis-Ding jetzt, ne? Weißt du, was ich meine? Diesen Messenger, oder? Er hat wirklich Stimmen gehört, er hat 9 Menschen umgebracht. Er hat in diesem Eis-Open-Messenger gemordet. Das war das, wo es bei mir so ein bisschen geklickt hat, finde ich. Wahrscheinlich ist das falsch, oder? Ding Dong, du hättest wahrscheinlich auch damals Dr. Crows Rätsel lösen können. Hihi, cool. War doch richtig. Nice. Das heißt, dass unser Nebenfall Love Radar, heißt das übrigens, anscheinend wirklich, eine direkte Verbindung zu Argus hat. Denn Ice Open ist der Messenger, um Argus zu beschwören. Findest du es nicht auch so befriedigend, wenn sich Puzzleteile zusammensetzen? Oh ja, weiß, was du meinst. Nicht so wirklich, doch, ich find's mega. Hm. Das freut mich. Wir brauchen aber dringend weitere Infos. Schau mal, das war in dem gleichen Ordner wie dieses verschlüsselte Audio. Oh, okay, wir lesen mal. Strukturierte Vernehmung von Beschuldigten und Zeugen im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren. Die Fragestellungen orientieren sich am kognitiven Interview, an der Bildkartenmethode und an Forschungsergebnissen. Wissenschaftliche Zusatzinformationen finden Sie auf der letzten Karte. Belehrungen und Fragen müssen Sie an Ihren konkreten Sachverhalt anpassen. Eiligungspflichten in Ihrem Bereich, bla bla bla, 2627. Beweisstück 416, Mitschnitt 3 von 15, Verhör Tatverdächtiger Michael Bates. Beweisstück 318, Mitschnitt Zeugenbefragung Nico Robin, Geschäftspartner von Michael Bates. Kontakt-ID 443298, das heißt, wir müssen also Nico Robin kontaktieren, oder? Was ist damit? Wer ist denn dieser Nico Robin? Mir raucht gerade nämlich der Kopf. Nee, wer ist dieser Nico Robin? Ich glaube, den sollten wir mal kontaktieren. Das werde ich nun herausfinden. Das ist unsere nächste heiße Spur. Wir wissen zwar nicht, ob diese Kontakt-ID noch aktuell ist, aber ob er überhaupt mit uns sprechen will. Aber ich werde es versuchen. Melde mich später bei dir. Jason ist online. Und jetzt könnte es spannend werden, wa? Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt nochmal einen Cut. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die vorletzte Folge ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine machen. Und dann muss ich halt die Session auch mal beenden für heute. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.